Im Reich der Dukane. Bestechende geometrische Muster und glasklare Farben. Ich komme aus dem Staunen nicht heraus und frage mich, ob Courage und Mondrian sich an diesem Tierpark inspirieren ließen. Die Vögel sind nicht nur farbig, sondern sie scheinen sich ihrer Wirkung bewusst zu sein. So posieren sie vor der Kamera. Nun aber zu den Fakten. Dukane gehören zu den Spechtvögeln. Auffälligstes Merkmal ist der riesige, am Rand gesägte, prächtige Schnabel. Mit ihm kann der Vogel nicht nur essen und trinken, er dient bei Hitze auch zur Abfuhr der Körperwärme, was in den Tropen wirklich sehr nützlich ist. Dukane ernähren sich vornehmlich von Früchten und kleinen Insekten, sie verschmähen aber Vogeleier auch nicht. Beide Geschlechter sehen gleich aus, sie leben monogam. Die Füße der Dukane sind wie die von den Spechten. Zwei Zehen zeigen nach vorne, und zwei Zehen zeigen nach hinten. Das Verbreitungsgebiet der Vögel erstreckt sich über Mittel- und Südamerika. Besonders zahlreich sind sie im Amazonasgebiet anzutreffen. Dukane sind reine Baumbewohner. Sie benötigen vor allem alte, große und dicke Bäume mit Höhlen zum Brüten. Einige der Spezies gehören schon zu den bedrohten Arten. Mit Naturschutzprogrammen versucht man zu helfen. So gibt es zum Beispiel in Brasilien das Amazon Region Protected Area Programm, das bis zu 50 Millionen Hektar, eine Fläche so groß wie Spanien, unter Naturschutz stellen will. Die Harpyie ist physisch der stärkste Raubvogel der Welt. Er lebt nur noch im Amazonasbecken. Das Weibchen ist größer als das Männchen. Es wiegt bis zu 9 Kilo, das Männchen bis zu 5 Kilo. Durch den Größenunterschied jagen sie auch verschiedene Beute. Das Weibchen schlägt Affen und Faultiere, das Männchen Opossums, Agutis und Nasenbären. Dieser Vogel ist auf der roten Liste der gefährdeten Arten der Weltnaturschutzunion. Der Begriff Harpyie stammt aus der griechischen Mythologie. Es ist ein vogelähnlicher Dämon des Sturms. Er hat den Körper eines Greifvogels, einen Frauenkopf und Vogelflügel.
Es waren schreckliche Ungeheuer, die die Nahrung der Kinder stahlen. Der Queen of Bavaria Conure, or Golden Conure, ist der Vogel, der gelb ist und grüne Federn hat und pinkfarbene Füße. Er lebt im Norden von Brasilien und ist eine der bedrohten Tierarten. Y tiene colorante para controlar el color. Claro, no hace falta. Y el texto.